Ihr wurdet schon wieder mal bei Lügen erwischt. Ihr wurdet schon wieder beim Schwurbeln erwischt. Ihr wurdet schon wieder bei Fake News verbreiten erwischt. Hast du irgendeinen Beleg, außer dass du hier etwas gelb angestrichen hast? Das ist dein einziger Beleg? Mann, es gibt nichts Geileres, als mich hier vor dieses Mikrofon zu setzen und zu zeigen, wie Pseudolinke Scheiße labern. Wenn mir permanent gedroht wird, seit 2 Jahren, wir werden deinen Kanal schließen, wir werden dir den Kanal nehmen und ihr erzählt die ganze Zeit, dass ihr Beziehungen zu Twitch-Mitarbeitern habt. Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Euch ist nicht klar, was ihr Leuten antut. Euch ist nicht klar, dass ihr Leute mobbt. Euch ist nicht klar, dass ihr Leuten das Leben zur Hölle macht. Ich habe wegen deinen Drohungen Herzrhythmusstörungen gekriegt. Es ist ein Freiheitskampf und es bleibt ein Freiheitskampf und es wird ein Freiheitskampf sein, bis wir nicht befreit sind. Studioka hat einen kompletten Thread gerade verfasst und bezichtigt dich der Lüge. Bitte sag mir nicht, dass das wahr ist. Das ist ja ein fucking Knaller. Das glaube ich ja einfach nicht. Ihr habt vielleicht an der einen oder anderen Stelle habt ihr mitbekommen, dass der Twitch-Kanal von Polytopia entmonetarisiert worden ist. Und zwar gänzlich entmonetarisiert. Da können jetzt überhaupt keine Einnahmen mehr erzeugt werden. Und sofort war klar, Dekadent ist schuldig. Es muss Dekadent gewesen sein. Ich meine, gut, dass man die Leute spielen kann wie eine Geige, das wissen mittlerweile fucking alle. Wir erinnern uns daran, dass eine Transaktivistin von diesen Siffköpfen angegangen worden ist, um zu verhindern, dass da sich einfach weiterhin über Stunden und Tage eingeschissen wird, hat sich dann ein Akteur aus Irland hingestellt und gesagt, er wird von nun an alle Leute DMCA striken, die seine Videos schauen. Das ist der Punkt, wie sehr man Karl glauben kann. Ja, jeder, der Karl auch nur 10 Minuten kennt, weiß, dass damals, wo er mit den DMCA-Strikes gedroht hat, das einfach sein verletztes Selbstbild war. Er hat einfach zu viel Kritik abbekommen und hat sich einfach in dem Moment nicht anders zu helfen gewusst, als zu sagen, ich werde jeden einzelnen von euch striken. Dann ist er die ganze Zeit langsam nach und nach zurückgerudert, hat das dann geschoben auf, nein, nur Nazis und Rechtspopulisten und da, 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 da. Und dann irgendwann einmal mitten im Stream, es gibt eine Reaction darauf, gibt es diesen Moment, wo er sich so denkt, ich könnte das so darstellen, als hätte ich das absichtlich gemacht. Und dann fängt er so an, du siehst so richtig, wo ihm die Idee, es gibt diesen Moment, wo ihm so richtig die Idee aufgeht, wo du siehst, wo seine Augen aufblitzen und er so, weißt du, eigentlich kann man diese Idioten wie eine Geige spielen. Es gab gerade einen Angriff auf eine Transperson. Es gab keinen Angriff auf irgendeine Transperson, es gab so etwas nicht, ja. Nein, 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 das gab es und ich habe das alles geplant und in Wirklichkeit, bam, habe ich das durchgezogen. Nein, wir wissen alle, dass das mit den DMC-Strikes einfach ein verletztes Ego war. Ja, es ist eine ganz klare Sache. Und plötzlich war das Gesprächsthema, mein lieber Scholli. Wie viele Kanäle, Herr Hackerman, Dekadent, haben Sie denn DMCA striken lassen? Keinen einzigen, weil dir Tobias Huch erklärt hat, dass das rechtswidrig ist. Und weil du da zugestimmt hast, so, ja, stimmt, aber ich habe dann eh differenziert. Und weil andere dir einfach so einen Aufstand gemacht haben und gesagt haben, was ist mit dir los? Du reagierst selber auf Shit und willst Leute DMCA striken, das wäre ein Missbrauch von DMCA. Ja, deswegen hast du niemanden gestrikt. Das ist der Punkt. Man jetzt, weiß es nicht so. Jetzt inszeniert er das natürlich, als hätte er das durch und durch geplant. Genau, aber die Anzahl der Kanäle geht gen Null. Trotzdem war es großes Thema und die Leute haben sich wunderbar eingeschissen. Ich meine, ich komme mit den Drohungen sehr gut klar. Andere Leute kommen das nicht. Und jetzt kam dann am Tag... Er kommt mit den Drohungen so klar, dass er nach Irland abgehaut ist. Okay, Bro, alles klar, Mann. Nachdem auf Dekadent reagiert worden ist, die große... Entmonetarisierung. Und Dekadent selber hat gesagt, er hat Kontakte zu Twitch. Und die hat er spielen lassen. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe meine Kontakte zu Twitch spielen lassen. Ich habe gefragt... Also, das war eine Vermutung, die naheliegt. Ich meine, schau, wenn du die letzten 2 Jahre damit verbringst, Leuten zu drohen, dass du ihre Kanäle schließen wirst, wenn du herumläufst und einfach sagst, mir private Nachrichten schreibst, in denen du schreibst, ich werde alle meine Beziehungen bei Twitch spielen lassen, um deinen Kanal zu schließen. An alle, die sagen, hey, Karl hat das sicher nicht gemacht, Erwin erfindet das alles. Fragt einfach Dekadent, ob ich die DMs veröffentlichen darf. Ihr könnt ihn gerne fragen. Wenn er sagt, dass ich unsere DMs veröffentlichen kann, ich mache das gerne, dann zeige ich euch, wie sehr ich lüge, okay? Können wir gerne machen. Ja, wenn du so etwas machst, dann liegt die Vermutung nahe, dass es irgendwas mit dir zu tun hat. Heute verstehe ich aber eine Sache besser
als damals. Nämlich dieses ganze "Ich kenne die Leute bei Twitch" von Karl ist einfach eine Selbstüberhöhung. Es ist einfach das, was der Kaldent immer macht. So tun, als wäre er der große Checker, Durchblicker, totale Durchpeiler, als wüsste er einfach alles, als würde er jeden kennen, als hätte er die Urbeziehungen, als wäre er total krass vernetzt und als wüsste er Dings, ja. Ja, aber tut mir leid, dass irgendwie der erste Verdacht auf dich fällt, wenn du dich so aufgespielt hast die letzten 2 Jahre, ja. Die letzten Tage habe ich relativ viele Morddrohungen bekommen, weil ich angeblich einen Kanal habe demonetarisieren lassen. Also zeig sie. Ich will sie sehen. Ich verurteile das schärfstens. Ich will wissen, wer dir das geschickt hat. Ich will schauen, ob die Person zu unserer Community gehört, damit ich diese Personen bannen kann. Zeig diese Personen an. Zeig mir die Namen. Zeig mir diese Nachrichten. Ich will sie sehen. Oder ist das so eine Geschichte von Dara? Boah, ich habe voll Doxing und Morddrohungen und von Holger bekommen, bis dann Holger einfach eine Abmahnung geschickt hat und ups, wer hätte es gedacht, Dara sie einfach bezahlt hat. Natürlich hat er sie nur bezahlt, weil er die Personen schützen möchte, die ja gesagt haben, dass sie diese ganzen Sachen bekommen haben. Selbstverständlich. Nicht, weil er einfach irgendeine Scheiße gelabert hat. Nein, definitiv nicht. Deswegen sage ich, euch ist nicht zu glauben. Zeig es. Hol es raus, zeig es. Ich will es sehen. Und nicht, dass das natürlich nicht in meinen Möglichkeiten liegt, wenn es in meinen Möglichkeiten wäre. Du sagst, das mit den Nachrichten wird schon stimmen. Weiß ich nicht. Ich sage nur, ich glaube ihm nichts. Er kann gerne es beweisen. Ich schaue es mir gerne an. Er kann es mir schicken. Ihre glaubt mir, es wären andere Kanäle entmonetarisiert worden. Sehr viele andere Kanäle. Nicht der von Proletopia als erstes und einzige, sondern sehr viele andere Kanäle. Rechtsextremisten, die hätten... Ja, aber keiner ist dir in letzter Zeit so auf die Pelle gerückt wie ich. Aber okay, ja, klar. Stimmt schon. Wenn du die Macht hättest, hättest du sie genutzt. Das ist richtig. Ich habe auch nie gesagt, dass du es warst. Ich habe nur gesagt, dass ich vermute, dass es Twitch-Mitarbeiter gibt, die ideologisch verblendet sind. Das ist, was ich gesagt habe. Aber auch dafür habe ich natürlich keinen Beweis. Kann ich ja nicht, wenn ich Twitch anschreibe und Twitch mir nicht mal antwortet, sondern sagt, we cannot talk to you. Okay, Bro. Alles klar, total unverdächtig. Alle nicht mehr die Möglichkeit, hier irgendein Geld zu verdienen auf dieser Plattform, aber ist auch völlig egal. Trotzdem habe ich Kontakte zu Twitch. Und die habe ich gefragt, sag mal, jetzt mal ohne Scheiß, wer war das? Und am Anfang dachte ich selber, dass es vielleicht irgendwelche Linken gewesen sind, die den Kanal einfach Spam-reported haben und dass deswegen die... Ja, Karl bekommt bestimmt random Morddrohungen. Ja, also ich gehe davon aus, dass er Morddrohungen, jeder von uns kriegt Morddrohungen, also so ist es nicht. Aber... Erzähl mir nicht, dass es deswegen ist, weil er angeblich jemanden demonetarisiert hat. Und wenn ja, dann möchte ich einfach, dass er es mir zeigt. Ja, das ist alles, was ich sage. Ich würde das gerne sehen, okay? Keine Ahnung, schau mal, der Kaldent ist einfach ein Dude, der sagt, die Zeit des Redens ist vorbei, man muss auch mal irgendwo draufhauen. Ja, oder irgendwie, ich paraphrasiere das, irgendwie sowas hat er gesagt im Grabenkampf. Dann hat er gesagt, Nazi-Methoden gegen Nazis anwenden ist schon okay. Er hat kein Problem damit, hat er gesagt. Und so weiter und so fort. Ich bin der Dude, der sagt, liebt euren Feind. Ich bin der Dude, der sagt, reicht eurem Gegenüber die Hand und versucht ihn zu heilen und ihm zu helfen. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich bin bestimmt schuld daran, dass er irgendwelche Drohungen bekommt. Das ist wirklich ganz bestimmt der Fall. Ja, total. Monetarisierung genommen worden ist. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe und je mehr ich dann auch mit meinem Twitch-Kontakt gesprochen habe, desto eindeutiger wurde es, Moment mal, keine Person und keine Meldung kann dafür... Ich weiß nicht, es kann sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die das gesehen haben, dass ich demonetarisiert wurde und sich dann gedacht haben, ah, Karl ist schuld und dann irgendeinen Scheiß gemacht haben. Das kann sein, aber ich habe damit nichts zu tun. Absolut fucking gar nichts. Weder habe ich dazu aufgerufen, noch heiße ich das gut, noch habe ich das jemals gut geheißen, ja. Für Sorgen, dass ein Kanal nicht nur seinen Partnerstatus verliert, sondern auch den Affiliate-Status und die Werbeeinnahmen. Das ist ein automatischer Prozess gewesen. Also mitten, ich glaube irgendwann um 23 Uhr, 23.30 Uhr, wurde der Kanal plötzlich von jetzt auf gleich entmonetarisiert. Smart Snooze schmuggelt 5 Euro an Bezos vorbei. Danke Smart Snooze, dankeschön. Aber bitte, wie gesagt, haltet euch mit den Spenden bitte zurück. Ich meine das wirklich ernst. Ja, schauen wir. Bitte haltet euch noch zurück damit. Das war was Automatisches, aus Amerika stammendes und... Siehst du? Das wurde auch bestätigt. Das war was Automatisches aus Amerika stammendes. Woher weißt du das? So, das ist einfach eine Behauptung, ja. Und die ganzen Lemminge im Chat einfach so, ja, voll. Wie kommst du drauf? Woher weißt du das? Ich weiß nicht, dass das automatisch war. Du weißt, dass es automatisch war aus Amerika. Dir ist das klar.
Und das wurde auch Proletopia mitgeteilt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, woran es liegt. Ich habe die Antwort... Das wurde mir nicht mitgeteilt, nein. ...wort gefunden. You're fucking welcome. Und wieder kann keine Sekunde vergehen, ohne dass Karl sich inszeniert als groß und toll. Okay, Bro. Das ist die E-Mail, die gekommen ist. Hello, Proletopia. After reviewing the request, it looks like you are not eligible to rejoin the affiliate program. This may be due to previous violations or failed validation. Twitch support cannot provide further information for nor assist with this request. Regards, Twitch support. Proletopia hat da sofort eine politische Verschwörung gesehen. Sofort war klar. Ja, natürlich. Ich meine, tut mir leid, aber wenn mir permanent gedroht wird, seit 2 Jahren, wir werden deinen Kanal schließen, wir werden dir den Kanal nehmen, du wirst kein Geld mehr verdienen, wir werden dir alles schließen, ja, puh, wie komme ich drauf? Und ihr erzählt die ganze Zeit, dass ihr Beziehungen zu Twitch-Mitarbeitern habt, ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ja, fucking, wirklich ein Wunder. Ich weiß es ja nicht, wie ich auf den Shit komme. Wenn du selber mir Drohungen schreibst seit 2 Jahren oder schon vor 2 Jahren, hast damit angefangen, ich werde alle meine Beziehungen spielen lassen, damit du deinen Kanal verlierst. Und dann kommen solche Freunde wie Alerta und Co., die bei dir permanent im Chat hängen, die dann anfangen zu schreiben, ja, Erwin, wir werden dich einfach demonetarisieren und die Plattformen, du wirst alles verlieren. Oh, wie komme ich drauf, dass das irgendwas mit euch zu tun hatte, ja, keine fucking Ahnung. Und dann haben wir hier Lucy, ich möchte das nur kurz zeigen, wichtig, Lucy schreibt, ein Twitch-Mitarbeiter, was soll das hier? Wieso stellt ihr euch auf die Seite von Streamern, die andere Streamer mobben und angreifen? Was ist das? Das ist ein Moderator, das ist ein Mensch, der bei Twitch arbeitet. Und er solidarisiert sich, also er ist gegen Lucy. Wie komme ich auf diese Gedanken, dass ihr irgendetwas gemacht haben könntet? Wieso glaube ich, dass ihr Verbindungen habt, die ihr dann ausnützt, wenn es soweit ist, dass euch jemand kritisiert? Ich habe keine fucking Ahnung. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein Schwurbler und paranoid. Ja. Muss sich politisch gegen ihn verschworen worden sein. Und dieser verdammte... Man hat sich politisch gegen mich verschworen. Das ist eine Scheiß... Tatsache. Jeder, der eure Streams geschaut hat, da draußen auf Twitter unterwegs war, zugehört hat und beobachtet hat, was ihr auf euren Discord-Servern schreibt, Dave, der gepostet hat, dass er meinen Namen nachhaltig ruinieren möchte, Alerta, der da mitgemacht hat, der bei dir im Chat ständig abgehangen ist und du 100-mal gedroht hat, mich zu canceln und meinen Kanal zu schließen, ja, man hat sich definitiv politisch gegen mich verschworen, das ist so fucking safe wie nichts anderes auf diesem Planeten. Es ist einfach eine Tatsache, okay? Es ist mehr Tatsache als die fucking Mondlandung, okay? Ja. Yeah. Dekadent und dieser Neitan und diese anderen pseudo-linken Wokisten haben da ihre Finger mit im Spiel. Bruder, ich bin viel zu faul, einen Report zu schreiben. Selbst wenn ich das wollen würde, ich bin fett und 35. Ich bin viel zu faul, einen Report zu schreiben. Aber ist egal. Das kollidiert ein bisschen mit dem Karl aus dem Podcast mit Stay letzten Januar, der gesagt hat, dass er ein File, ein 12-seitiges hat, nur mit Screenshots von meinem Chat, die er Twitch übermitteln wird, damit mein Kanal geschlossen wird. Das habe ich nicht vergessen, Karl. Wer in den Podcast geht von Karl und Stay, kann das nachhören, wo Karl das erzählt hat. Ja, jetzt tut er einen auf, ich bin viel zu faul dafür. Ja, okay, Bro. Die Beantwortung der Frage, warum... Aber hier so zu tun, als wäre ich einfach nur paranoid und das wüsste ich nicht, was ich tue, Bro... Alles, was ihr gegen mich gemacht habt, ist dokumentiert. Bruder, ich bringe ein ganzes fucking Buch über euer Mobbing und eure Drohungen. Bro, jetzt tut er so, als würde ich Shit ausdenken. Warum jetzt hier entmonetarisiert worden ist, die haben wir ja immer noch nicht. Bro, wenn bei mir das Licht ausgeht zu Hause, habe ich den Verdacht, dass es mit euch zusammenhängt. Verstehst du? Oh, da haben wir sie. Denn was mein höchstgeheimer Kontakt bei Twitch mir mitteilte, ist, dass das Auge... fürs Detail bei der Aufklärung von Verschwörungstheorien oftmals sehr wertvoll sein kann. Jetzt kommt er mit einer eigenen Verschwörungstheorie. Und ich versuche nun, diese Aufmerksamkeit eurerseits auf diese E-Mail zu lenken.
Ja, er hat einfach Failed Validation einfach hier angestrichen. Obwohl hier steht Previous Violations, Fail Validations. Und hier steht, ja, irgendwas ist nicht, wir wissen nicht, was los ist. Kann das sein oder das sein? Und wir können dir keine weiteren Informationen geben. Und das ist für ihn, ich habe herausgefunden, woran es liegt. Smart Snooze schmuggelt 5 Euro an Bezos vorbei. Bruder, alles cool. Ich supporte dich gerne. Danke, Smart Snooze, für den Support. Aber hier wird mir vorgeworfen, dass ich ein Grifter bin oder so einen Scheiß. Deswegen sage ich, warte, vielleicht bereut ihr das noch. Ja? Apropos, danke Outlaw, dass du hier bist. Ich möchte nur eine Sache sagen. Outlaw hat exakt das Gleiche passiert. Und zwar im Oktober oder im September letzten Jahres wurde er demonetarisiert, hat sich beschwert, hat genau 1:1 die gleiche Nachricht gekriegt im Oktober. Wenn das doch mit DAC7 zusammenhängt, warum hat er es nicht auch so wie ich jetzt bekommen, sondern schon vor 4 Monaten, 5 Monaten? Wie kommt das, ihr Genies da draußen? Was war deine Begründung nochmal, Outlaw? Was war nochmal deine Begründung, die du bekommen hast? Darf ich es veröffentlichen? Nämlich, und jetzt sehr gut zuhören, weil Karl hat vorher gesagt, dass es nur einen einzigen Grund geben kann, nämlich falsch ausgefüllte Steuergeschichte DAC7. Das ist der einzige Grund. Outlaw oder Real Talk, wie ihr wollt, hat nach einem Monat, wo ihm das gleiche wie mir passiert ist, eine Erklärung von Twitch Support bekommen, warum das alles passiert ist. Darf ich es euch vorlesen? Hey, es hat nichts mit dem Steuerding zu tun. Spoiler. Hier steht, deine Partnership, und ihm wurde auch demonetarisiert, wurde terminated due to violation of the Harmful Misinformation Actors Section of Twitch Community Guidelines. Das heißt, er hat einfach Fake News verbreitet. Das war der Grund. Es gibt scheinbar doch einen Grund, dass einem genau das passiert, was mir passiert, und es keine Erklärung dafür gibt, bis dann einen Monat später die Erklärung kommt und es plötzlich um was völlig anderes geht. Also Massenreport wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das ein Massenreport gewesen. Ja, in dem Fall von Real Talk Istzus. Also ist das, ja. Hier, schaut, so sieht das aus. Dass einem Menschen die Monetarisierung und der Partner weggenommen werden kann, mit der gleichen Erklärung wie bei mir, mit der gleichen Meldung, mit der gleichen Antwort, die du zurückkriegst, wenn du an die, an der Support schreibst, und dann kriegst du einen Monat später das. Ups, Karl, shit, Junge, jetzt habe ich noch einen zweiten Grund gefunden, wie genau exakt das gleiche wie mir passieren kann. Upsi to the fucking hupsi. Was machen wir jetzt, Kumpel? Jetzt hast du eingeschissen. Mann, es gibt nichts Geileres, als mich hier vor dieses Mikrofon zu setzen, auf dieser Plattform, und zu zeigen, wie Pseudolinke Scheiße labern. Es gibt kein geileres Gefühl, als einfach zu zeigen, wie viel Scheiße permanent von ihnen kommt. Und wie sie sich einfach irgendwelche Verschwörungstheorien und irgendwelchen Schwurbel zusammenspinnen, einfach um dich schlecht dastehen zu lassen. Und wie ihre Freunde auf diesen ganzen Dreck aufspringen und dann mit diesem Dreck mitlaufen, um zu sagen, dass du Scheiße bist. Oh yes, haben wir einen Grund gefunden. Ich glaube, morgen veröffentlichen wir einen ganz kurzen Zusammenschnitt von all dem, was heute geredet wurde. In kürzester Zeit, 10 Minuten, nicht einmal, so kurz wie es geht. Für alle anderen, damit es geshared werden kann, damit es ein Kuchen-TV anschauen kann und wer auch immer sich dafür interessiert. Damit man einfach sieht, was für Bullshit hier gelabert wird, was für Scheiße hier erzählt wird und wie das von vorne bis hinten nicht zusammenpasst und wie dann einfach 4000 Leute aufspringen und so, jetzt wurden wir mit Informationen gefüttert, jetzt gehen wir auf Twitter und kotzen das alles raus. Was für Lemminge, einfach unfucking fassbar. Und du, der du schreibst, ja, weil der Support dafür nicht zuständig ist, sondern der Partner-Support. Warum redest du? Du hast doch keine Ahnung. Du wirfst nur Worte rein und hast keine fucking Ahnung, was das bedeutet. Erstens einmal hättest du 10 Sekunden nachdenken können, wie jemand, der kein Partner mehr ist, den Partner-Support anschreiben kann. Weil dann wüsstest du, dass es einfach keinen Partner-Support gibt, sondern ein Formular, wo automatisch erkannt wird, ob du ein Partner bist oder nicht. Und wenn automatisch erkannt wird, dass du ein Partner bist, kannst du an den Partner Support schreiben. Das heißt, ich kann das nicht. Sprich, du hast keine Ahnung, wovon du redest, aber du hast die Fresse offen. Und jetzt halt die Fresse. Okay? Danke. Tu dir was Gutes. Moment mal. Ja, genau. Es ist schon perfide, jemandem immer wieder mit Kontakten zu drohen, ob direkt oder indirekt, und jemandem bestimmte Gedanken in den Kopf zu setzen und dann am Ende die Person dafür zu blamen, dass sie solche Gedanken hat und solche Zusammenhänge sieht. Ja, schon, oder? Wie bin ich drauf gekommen? Ja? Jetzt wurden sich die letzten 3 Tage ordentlich die Taschen voll gemacht
Aber jetzt weil die eigene betrunkene Community glaubhaft vermittelt bekommen hat, dass das ein politischer Kampf sei. Dass diese blöden... Diesen politischen Kampf gibt es. Ob jetzt das hier ein Teil davon ist oder nicht. Diesen politischen Kampf gibt es. Der ist real. Ja, er ist einfach fucking real. Und dieser politische Kampf kippt gerade massiv gegen euch. Okay? Und es ist gut so. Und das wird noch weiter kippen. Inshallah, wir werden alles dafür tun. Linken Wokisten den Kanal haben entmonetarisiert und dass damit weiterhin die Miete bezahlt werden muss und werden kann, müssen ordentlich Spenden eingesammelt werden. Ich habe niemanden zu Spenden aufgerufen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe nie gesagt, hey Leute, bitte spendet mir. Leute haben von alleine gespendet. Weil das einfach der Community ist, wo Leute sich denken, hey shit, Erwin hat keine Einnahmen, wovon soll Erwin leben? Was eine korrekte Frage ist, die ich mir auch stelle. Ja? Und dann haben die Leute gesagt, hey, ich supporte dich. Okay? Ich habe nie gesagt, hey Leute, gebt mir einen 100er, hey Leute, gebt mir 200, hey Leute, gebt mir irgendwas. Habe ich nie gesagt. Ja? Ist nicht passiert. So finde mir den Ausschnitt. Leute haben zu mir gesagt, Erwin, richte dir Kofi ein. Ich habe ja Kofi eingerichtet. Leute haben mich gefragt, Erwin, hast du irgendwo, wo man Daueraufträge machen kann? Habe ich gesagt, ja, ich habe Patreon. Ich habe niemandem gesagt, bitte spendet, so viel ihr könnt. Das habe ich nie gesagt. Die Leute sind von sich aus solidarisch. Das ist der Punkt. Okay? Und das ist schön, das zu sehen. Ja? Und ich bin bereit, jedem Einzelnen, der mir sagt, dass er was gespendet hat und der sich betrogen fühlt und der denkt, dass das einfach nicht in Ordnung ist, ich gebe euch euer Geld zurück. Okay, ich überweise euch jeden Cent zurück. Das sage ich jetzt einfach so, schreibt mich ruhig an. Egal, auf welcher Plattform ihr was gegeben habt, egal, auf welcher Plattform ihr gespendet habt, egal wie viel, ich gebe euch alles zurück. Okay, ich meine, das ganze Geld, das ihr gespendet habt, ist noch nicht mal bei mir angekommen. Ja, das heißt, von dem her, ich gebe euch das einfach zurück. Sagt es mir einfach. Okay, keiner von euch, der einfach irgendwas gegeben hat und sich jetzt denkt, scheiße, das hätte ich nicht tun sollen, Erwin hat mich reingelegt oder so, ihr kriegt das alles zurück. Okay, sag einfach, was ihr wollt, sagt mir eure Namen, zeigt mir, wie viel ihr gemacht habt, ich suche euch raus in der Liste, ich schicke euch das zurück, okay? Das ist meine Geld-Zurück-Garantie, okay? Ich möchte meine 5.000 zurück, ja genau. Das ist, was ich sage, ja, nur damit wir uns hier verstehen, okay? Und mein lieber Scholli wurden da Spenden eingesammelt. Mein lieber Scholli, wurden da Spenden eingesammelt. Ja, weil das Leute sind, die actually ein Herz haben und die sich einfach gedacht haben, hey, Erwin streamt hier und wenn er sich einfach das nicht leisten kann, dann kann er nicht weiter streamen. Und ich schaue gerne Erwin, ich habe so viel Zeit mit ihm verbracht, ich möchte ihm helfen, dass er nicht irgendwo auf der fucking Straße landet und sein scheiß Stream nicht machen kann. Das ist einfach der Punkt, ja. Ja, danke an alle diese Leute. Ja, das nennt man Community. Ja, ich wusste es auch nicht, dass das möglich ist. War mir auch absolut nicht klar. Ja, ich hätte mir das niemals erwartet. Und der Mann, der Proletopia entmonetarisiert hat. Und das ist einfach so, hier steht auch im Chat Exit-Scam und so weiter. Das habe ich auch irgendwo auf Twitter gelesen. So, Erwin hat sich, oder auf YouTube, Erwin hat sich selber demonetarisiert, damit er Geld... Ja, genau, Bro, absolut. Ich werde einfach den Unterhalt meiner Familie aufs Spiel setzen, einfach in der Hoffnung, dass dadurch Geld entsteht. Klar, Mann, definitiv. Etwas, was ich einfach, was jeder normale Mensch machen würde, ja. Ist Proletopia. Was? Nein! Das ist eine Verschwörungstheorie von dir, dass es Proletopia ist, denn woher weißt denn du das? Hast du irgendein Beleg? Nein! Hast du irgendein Beleg, außer dass du hier etwas gelb angestrichen hast? Das ist dein einziger Beleg? Der wird doch nicht seine gesamte Community wissentlich oder unwissentlich komplett verarscht haben und einen Freiheitskampf daraus gemacht. Wenn es unwissentlich ist, kann ich sie nicht verarschen. Ja, und hier, nein, Moment mal, ob ich gebannt wurde, also demonetarisiert, ich wurde ja nicht gebannt, ob ich demonetarisiert wurde oder nicht. Es gibt hier einen Freiheitskampf. Euch ist nicht klar, was ihr Leuten antut. Euch ist nicht klar, dass ihr Leute mobbt. Euch ist nicht klar, dass ihr Leuten das Leben zur Hölle macht. Ich habe wegen deinen Drohungen Herzrhythmusstörungen gekriegt. Es ist ein Freiheitskampf und es bleibt ein Freiheitskampf und es wird ein Freiheitskampf sein, bis wir nicht befreit sind. Das hat nichts mit dieser Demonetarisierung zu tun. Der Freiheitskampf ist da und dieser wird weitergehen und der wird nicht aufhören, egal was passiert. Haben,
weil ihn irgendwelche verarscht haben und einen Freiheitskampf daraus gemacht haben, weil ihn irgendwelche Wokisten haben entmonetarisieren lassen. Und dann gibt es bei Twitch nur eine einzige Möglichkeit, wie dir die gesamte Monetarisierung genommen werden kann. Eine einzige. Und das kommt von Twitch selber, meinem sehr geheimen Kontakt bei Twitch. Ja, eine einzige. Es gibt bei Twitch ganz genau eine einzige Möglichkeit. Und das kommt von Twitch selber, meinem sehr geheimen Kontakt bei Twitch. Twitch selber sagt, es gibt ganz genau eine einzige Möglichkeit. Eurocreme. Eine einzige Eurocreme. Sache, die du tun kannst, damit dir die gesamte Monetarisierung genommen werden kann. Ja. Es ist die einzige Behörde, die noch gefährlicher ist als die Wokisten. Es ist die Steuerbehörde. Schwachsinn war bei mir ja auch anders, habe ich dir ja gezeigt. Ich denke, du wirst nächsten Monat auch noch eine Begründung wie zum Beispiel Fake News bekommen. Ja, wie gesagt, noch einmal die Wiederholung. Outlaw Istus hat das einfach, ist Sass, aber Istus ist das Ding. Outlaw hat das auch bekommen, genau das gleiche. Vor 5 Monaten bereits. Exakt die gleiche Meldung, exakt die gleiche Demonetarisierung, exakt alles gleich. Ohne dass irgendeine Frist abläuft, weil ich habe gehört, dass Drakon, der allwissende Drakon, der ja findet, dass Waffenlieferungen Frieden bedeuten, der hat ja zum Beispiel ganz klar erklärt, dass ich offensichtlich den DAC nicht ausgefüllt habe, weil es ist genau 6 Monate her und das hat gegolten. Was ist 6 Monate her? Wovon redest du? Wieso habt ihr ständig eure Pappen offen und habt überhaupt keine fucking Ahnung von irgendwas? Ja, genauso wie der hier. Der einzige Weg ist das hier. Ja, das ist der einzige offizielle Weg, den sie dir sagen. Und nicht einmal das stimmt. Ja, du kannst auch so demonetarisiert werden, weil du gegen TOS verstößt oder ähnliches. Ja. Oder den Partner verlieren. Der Punkt ist, das, was hier steht, Kumpel, ja, hast du dir schön hier angeschmiert, ja, aber hier oben steht Auszahlungssperren. Streamer in der EU können über Monetarisierungsprogramme auf Twitch weiterhin Einnahmen generieren, erhalten jedoch keine Auszahlungen. Wenn das DAC-7-Steuerinterview ausgefüllt wurde, wird die Auszahlungssperre aufgehoben und die zurückgehaltenen Auszahlungen werden im nächsten Auszahlungszyklus geleistet. Wisst ihr, was spannend ist? Ich habe vor 20 Tagen meine Auszahlung bekommen. Es gab keine Zahlungssperre. Dann hat mir jemand einen Link geschickt zu einem Video, was das DAC-7-Formular ist und wie man es ausfüllt. Keine Ahnung, warum man das, das hat man auf Discord gepostet. Habe ich das angeklickt, weil mir gedacht habe, vielleicht habe ich das wirklich nicht ausgefüllt. Was ist denn das für ein fucking Formular? Also klicke ich das an, schaue es mir an. Eurocreme. Ich habe das ausgefüllt, Eurocreme. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich buchstäblich erinnern, wie ich das ausgefüllt habe. Stück für Stück, ich kann mich erinnern. Das war irgendwann letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Habe ich das ausgefüllt? Ich kann mich erinnern. Ich erinnere mich an diese Schaltflächen, ich erinnere mich an die Fragen, ich erinnere mich an den Shit, ich erinnere mich an die Steuernummer, ich erinnere mich an alles. Ich habe das alles ausfüllen müssen. Und weißt du, was das Lustigste ist? Ich schaue mir das an und gehe noch einmal auf dieses DAC-7-Ding, klicke dort einen Link, komme auf meinen Kanal, weil ich kann auf meinem Kanal nicht mehr auf die Monetarisierungsoptionen, das heißt, ich kann nicht einmal mehr nachschauen auf meinem Kanal, ob ich das ausgefüllt habe. Ich kann nicht einmal mehr den Affiliate-Link anklicken, um Affiliate zu werden. Ich kann gar nichts mehr auf meinem Kanal machen in diese Richtung. Aber ich habe einen Trick gefunden, wie ich über einen Link zur Monetarisierung, der auf der Seite war, in meine Monetarisierungseinstellungen kommen konnte. Ich habe keine fucking Ahnung, wie ich dort reingekommen bin. Und dort habe ich einen Screenshot gemacht. Das ist der fucking Screenshot von meinem Kanal. Ich habe das noch einmal mit meinem Kanal-Logo oben nochmal gescreenshottet, falls irgendein Wichser sagen sollte, dass das hier nicht korrekt ist. Ja? Und zwar steht hier, your payout method and account information look good. Payable status eligible. Hier. Das bedeutet, ich habe alles richtig und vollständig ausgefüllt. Alles sieht in Ordnung aus. Meine Methode der Auszahlung plus alle Account Informations und so ist alles ausgefüllt. Dazu zum Beispiel, das könntest du nicht, wenn du nicht erklärt hättest, was deine Steuernummer ist, was deine Steuern sind, was diese ganze Geschichte ist, hätte ich niemals Geld bekommen können von ihnen. Das hier, Freunde, zeigt, dass ich alles richtig ausgefüllt habe. Okay, hier, ich habe alles
richtig ausgefüllt. Ich wünschte, ich könnte auf dieses scheiß DAC-7 zugreifen, um euch zu zeigen, hier ist ein Hakerl, ich habe den Scheiß ausgefüllt. Leider komme ich da nicht hin, weil Twitch mir einfach diesen Bereich gesperrt hat. Twitch möge mir bitte diesen Bereich wieder entsperren, dann kann ich einen Screenshot durchmachen oder reingehen und es euch zeigen. Ich hier habe Screenshots von meinem Konto. Also von meinem Account, von meinem Twitch-Account. Das hat Karl nicht. Aber Karl stört das nicht daran, dass er vor 4000 Leuten irgendeine dumme Scheiße labert und nichts zeigt. Ich kann euch das zeigen. Hier ist es, wie es bei mir aussieht. Da steht, dass ich alles richtig gemacht habe. Was jetzt, Karl? Wer ist der Verschwörungstheoretiker? Was ist die Wahrheit hier? Aber zu dem Zeitpunkt war die Frist noch nicht abgelaufen. Ich habe das jetzt vorher gemacht, den Screenshot. Ich habe den Screenshot like, buchstäblich vor einer halben Stunde gemacht. Vor einer Stunde. Weil das ist ja, was noch übrig geblieben ist. Ich kann dir das zeigen. Euro an Bezos vorbei. Hier ist mein Path to Partner is completed. Ja, ich kann hier nichts anklicken. Ich habe hier auf der Seite kein Revenue oder irgendwelche anderen Dings, wo ich reingehen könnte, um nachzuschauen, was ich abgegeben habe oder nicht. Es gibt nicht mal die Schaltflächen hier. Ja, hier gibt es einen Path to Affiliate. Oh ja, Gratulation, du kannst Affiliate sein. Ja, echt, kann ich? Oh, ups, funktioniert nicht. Wie ist denn das passiert, Bro? Ich habe doch auf die Schaltfläche geklickt. Was ist denn los? Wieso geht das nicht, Karl? Karl, kannst du mir das beantworten, wieso ich kein Affiliate sein kann? Weil ich meine, sagen wir, ich habe jetzt DAC-7 nicht ausgefüllt. For the sake of the argument. Wäre es dann nicht logisch von Twitch, dass sie einfach sagen, okay, bewirb dich jetzt halt nochmal neu und dann kannst du es nachträglich abgeben. Aber nein, sie erlauben mir nicht einmal, dass ich mich bewerbe. Ich kann das Ganze nicht mal abgeben. Plus... Wenn ich ihnen schreibe, wieso zum Fick wurde ich demonetarisiert, sagen sie, wir können dir darauf nicht antworten. Wer weiß? Das ist einfach die Antwort. Das heißt, Twitch-Partner kriegt nicht mal eine fucking Antwort von Twitch. Hey, du hast einfach vergessen, das Formular auszufüllen, fülle es aus, dann ist alles wieder in Ordnung. Ein Formular, das angeblich nach 6 Monaten jetzt abgelaufen hat, ist, während ein anderer genau das gleiche gekriegt hat vor 4 Monaten. Mit dem ja übrigens, der auch mit euch Probleme hat, den ihr jagt, den ja schon Leute aus deiner Community, Alerta wohlgemerkt, gedoxt hat, der seinen Job verlieren sollte, wo man hinterhergegangen ist und gefragt hat, wo arbeitet er und seine echten Namen veröffentlicht hat und so. Das ist der Typ, dem das auch passiert ist. Shit, gibt's Zufälle da draußen. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Ja, aber ich muss schon sagen, diese Zufälle sind heftig. Ja, keine Ahnung, Mann, was los ist. Ja? Studioka hat einen kompletten Thread gerade verfasst und bezichtigt dich der Lüge. Bitte sag mir nicht, dass das wahr ist. Ah, großartig. Shirioka sucht sich einfach den nächsten Battle, den sie verliert. Es ist einfach so geil. Shirioka, hast du einen roten Punkt gemacht? Die Steuerbehörde, Freunde. Es ist saublöderweise die Steuerbehörde. Es ist die Steuerbehörde, mein lieber Scheu, das gibt's doch gar nicht. Es ist die Steuerbehörde. Hat sie das vor 11 Monaten gepostet? Wenn das Steuerinterview nicht vernünftig ausgefüllt ist, dann wird... Wow, was hat sie hier geschrieben? Ah, Digga, diese Leute, das ist ja einfach geil. Das ist ja ein fucking Knaller. Das glaube ich ja einfach nicht. Und niemand kann antworten natürlich auf den Thread. Okay, ich lese ihn auch zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was drin steht. Ich habe nur den Dings hier, CN-Doxing, als ich gesehen habe. So, jetzt geht's los. Ich möchte euch heute etwas über die besorgniserregenden Entwicklungen auf Twitch erzählen, die nichts mit mir zu tun hat. Es hat jetzt schon doch was mit mir zu tun, weil du mischst dich in Shit ein, von dem du keine Ahnung hast. Aber schauen wir mal. Und vor allem niemand kann einfach antworten, ja, auf diesen Scheiß. Vor einigen Tagen wurde ein Influencer entmonetarisiert. Daraus hat er selbst vor hunderten Jahren eine politische Agenda formuliert. Es wurden Behauptungen geäußert, wie das sogenannte Pseudolinke im Twitch-Team sich verschworen hätten, um ihn zu canceln. Er würde sich fühlen wie Sarah Wagenknecht und er würde herausfinden, wer das war. Dass ich mich wie Sarah Wagenknecht fühle, habe ich nicht gesagt, sondern ich habe spaßhalber gesagt, dass ich mich wie Martin Sellner fühle. Ja, hätte einen besseren Tweet abgegeben, wenn du dich wirklich mit der Materie beschäftigt hättest. Ja, hättest ein besseres Zitat gehabt. Aber es war halt der Spaß gemeint, aber ist ja gut. Pseudolinke im Twitch-Stream habe ich nicht gesagt. Ja, dass ich gecancelt werden soll, ja, das tut eure Community die ganze Zeit. Er sagt selber, er könne davon nichts beweisen, dennoch wird diese Verschwörung innerhalb von wenigen Tagen von anderen reaktionären Influencern aufgegriffen und ohne Überprüfung reproduziert, wie zum Beispiel Herr Newstime oder was? Wer ist dieser reaktionäre Influencer? Wen meinst du? Auch KuchenTV solidarisiert sich öffentlichkeitswirksam. Oh mein Gott. Scheiße, Kuchen, musst du mich immer in diese Scheiße reinreiten, Digga.
Der Effekt. Ein neues wokes Feindbild wurde gefunden und Menschen aus dem Umfeld des betroffenen Streamers organisieren sich, um auf Verdacht gegen einen anderen Influencer und Personen aus dessen Community vorzugehen. Du meinst so ungefähr, das erinnert mich so an diese Geschichte, wo jemand gesagt hat, dass er von Skurrows belästigt wurde, ohne einen einzigen Beweis vorzubringen. Das erinnert mich so an diesen Vorfall. Ich weiß nicht, warum mich das daran erinnert, aber irgendwas erinnert mich daran. Irgendwas erinnert mich daran. Dabei arbeiten sie nach eigener Aussage mit Rechtsextremen zusammen und mit einem Fake-X-Account wird öffentlich Personen Doxing in Form von Klarnamen, Chatverläufen, aufgezeichneten Calls angedroht. Die Bedrohten sind den Beiträgen zu urteilen wohl nicht nur Streamende. Was steht hier? Wir werden uns dieses eine Mal noch zurückziehen. Die Gründe hierfür sind das höfliche Ersuchen, Ruhe walten zu lassen, sowie Akteure, die bei dieser Aktion beteiligt waren, die aus dem rechtsextremen Spektrum stammen. Nach reichlicher Überlegung haben wir den Entschluss gefasst, ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, sich noch mehr linke Infights zu ergötzen. Nichtsdestotrotz, die Daten sind vorhanden und wir werden sie auch ausspielen, sollten derartige Aktionen erneut passieren. Das heißt, du hast nicht einmal verstanden, was hier steht, was du zitierst. Was heißt, dabei arbeiten Sie nach eigener Aussage mit Rechtsextremen? Sie haben gesagt, Sie wollen nicht mit Rechtsextremen arbeiten. Sie haben gesagt, dass Sie einfach nicht den Rechtsextremen in die Hände spielen wollen. Was ist mit dieser Person? Du kannst nicht einfach Screenshots von Shit posten, wo du oben etwas behauptest und in den Screenshots steht was ganz anderes. Sag mal, wie spät ist es bei dir einfach im Kopf? Es ist das Gegenteil von dem, was du behauptest. Aber gut, seit wir angefangen haben zu lesen, ist alles das Gegenteil von dem, was du behauptest. Sondern Mitglieder aus Communities, die nicht selbst in der Öffentlichkeit stehen. Nach wenigen Tagen rudert die Truppe zurück, man würde wegen der Rechtsextremen doch nichts veröffentlichen wollen. Eben, ja. Was ist denn? Wo ist der Beweis dafür, dass sie mit Rechtsextremen hätten zusammenarbeiten wollen? Du hast hier einfach das Gegenteil davon gepostet einfach. Vielleicht hättest du dieses Bild hier unten posten sollen, dass man sieht, dass du hier keine Belege hast für das, was du sagst. Und hier tut sie so, als hätte sie einen Beleg, aber widerspricht sich selbst. Okay, alles gut. Ja. Ah, mein Gott. Jetzt, wenige Tage später, stellt sich heraus, dass der demonetarisierte Streamer offensichtlich sein Steuerinterview, offensichtlich, ist das offensichtlich, Shurioka? Ja, hast du einen Beweis dafür, dass es so offensichtlich ist? Hast einfach dekadent geschaut und das ist offensichtlicher Beweis für dich, Shurioka. Das ist deine Seriosität als Influencerin da draußen. So seriös bist du, Shurioka, dass du einfach irgendwas fucking redest. Auf eine Aufarbeitung und Korrektur der Vorwürfe können wir jetzt nur hoffen. Es zeigt auf, wie schnell und leicht sich mittlerweile Menschen gegen Woke und Links mobilisieren lassen, wie viele Influencer das einfach so vor Tausenden vortragen und wie angedrohte Straftaten nicht nur nicht abgelehnt, sondern zelebriert werden. Wer hat das zelebriert? Als ich gedoxt wurde und meine Frau gedoxt wurde, wo warst du, Shurioka? Es wurde aus eurer Bubble, ich weiß nicht, ob es deine Bubble ist, aber aus eurer pseudolinken Bubble, wenn ich das so nennen darf, und das meine ich so, auch wenn du die Person nicht kennst, obwohl ich glaube, dass sie Alerta kannte und vielleicht sogar Alerta retweetet hat. Wieso, frag ihn mal, wenn du ihn triffst, liebe Shurioka, wieso der Typ meine Frau gedoxt hat? Wieso er mir angedroht hat, mein Leben zu ruinieren, Shurioka? Ihr seid doch irgendwie so, und Dave links der Mitte supportet dich übrigens, der war an Bord mit Alerta. Beste Freunde, der Typ, der dich verteidigt, als ich ihm gesagt habe, wieso doxst ihr meine Frau, lasst meine Frau da raus, meine Frau hat damit nichts zu tun, hat Dave mich ausgelacht. Das ist der Typ, der dir hilft, mit dem du zusammenarbeitest. Du hast dich hier in ziemliche Scheiße gesetzt, Shurioka. Ich habe mich rausgehalten, habe gesagt, dass du nicht gemobbt werden sollst. Ich habe buchstäblich gesagt, dass ich es nicht in Ordnung finde, wie man mit dir umgeht. Aber weißt du was? Ich werde einfach nur aufzeigen, wo du Scheiße redest. Okay? Scheinbar einfach funktioniert das. Und ich bin gegen jegliches Doxing. Ich bin gegen jegliche Straftaten. Ich bin gegen jegliche Gewalt. Ich bin gegen jegliches Mobbing. Ich bin gegen jegliche, was auch immer, unmenschlich und dazu führt, dass Menschen sich unglücklich fühlen. Und hier ist zu sagen, dass Straftaten zelebriert werden. Wer zelebriert die? Wieso implizierst du, dass ich oder irgendwer aus unserer Community das zelebriert? Du kennst uns doch gar nicht. Es ist so besorgniserregend, solche Eskalationen tagtäglich mitzuerleben. Ja, buchstäblich genau das, was Karl und du gerade gemacht haben. Karl hat einen Stream gemacht, du hast es dir angeschaut, hast gesagt, hey, KuchenTV hat sich mit dem anderen solidarisiert. Ich muss jetzt einen Thread schreiben. Ich muss jetzt einen Thread schreiben, wo ich erkläre, wie problematisch solche Dynamiken sind, ohne dass du merkst, dass du Teil dieser Dynamik bist. Cool, Shurioka. Wirklich großartig, was du hier aufhörst. Riesennummer. Es ist so besorgniserregend, solche Eskalationen tagtäglich mitzuerleben, während Behörden damit vollkommen überfordert sind und das Mobilisieren und Aufstacheln eines Internetmobs zum Geschäftsmodell von so vielen Kreatoren geworden ist. Ist das Kritik an Dekadent? Das ist bestimmt Kritik an Dekadent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kritik an mir ist. Das kann doch nicht Kritik an mir sein, oder? Das ist Kritik an Dekadent. Das alles andere wäre doch absurd, oder, liebe Freunde?
So viel zum Thema, redet mit Betroffenen, ja. Und sie weiß auch, es ist ja schon bestätigt. Es ist ja schon bestätigt, weil Karl hat einfach das hier gemacht, ist es schon bestätigt, was Sache ist. Der Tweet geht weiter. Das ist so unfassbar, was hier passiert. Genau, natürlich ist das kein Ende, weil wie kann das so enden? Das ist ja, ja, was gibt's noch? Und auch wenn, mit großen Wenn, Twitch sich entschieden hätte, jemanden zu monetarisieren, ist es absoluter Wahnsinn, irgendwelchen Zuschauern aus anderen Communities Doxing anzudrohen. Wer hat das gemacht? Die tut so, als hätte ich irgendwem Doxing angedroht. Das ist einfach nur bösartige Einschüchterung getan als Selbstjustiz gegen unschuldige Dritte. Sprichst du irgendwie über Alerta und Dave? Warte, sie spricht über Alerta und Dave. Sie spricht einfach über die Leute, mit denen sie sich solidarisiert hat oder die sich mit ihnen ihr solidarisiert haben. Du sprichst nicht über irgendwen, den ich kenne. Nein, tust du nicht. Ich habe keine fucking Ahnung, was du redest. Ja, aber es ist einfach so, informier dich das nächste Mal, bevor du den Mund aufmachst. Es wäre wirklich interessant zu sehen, was dann rauskommt, weil so ist das lächerlich. Aber da siehst du, was passiert mit diesem Video, mit diesem Stream von Karl, warum ich jetzt meinen Stream angeworfen habe, weil ich ganz genau wusste, dass ich darauf reacten muss, bevor die Lügen sich noch weiter verbreiten und diese Spekulationen und Verschwörungstheorien. Das ist wirklich Wahnsinn, oder? Ich habe einfach so oft gesagt, lasst Shurioka in Ruhe. In Gesprächen, in Videos, in Ähnlichem. Aber was willst du machen, wenn diese Person so auf dich zukommt? Was willst du tun? Ich finde es nicht in Ordnung, dann mit Mobbing zu antworten. Finde ich nicht cool. Aber so stehen lassen kann man das ja auch nicht, glaube ich, oder? Okay, schauen wir weiter. Dir Partnerstatus und Affiliate-Status genommen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie dir die gesamte Monetarisierung von Twitch genommen werden kann. Die können dich bannen, die können dich permabannen, die können dich temporär bannen, die können dir auch den Partnerstatus wegnehmen. Das ist alles möglich, aber niemals wird es passieren. Wo steht das, Karl, dass es niemals passieren wird? Wieso passiert das dann Leuten, Karl? Wieso passiert das dann einem Outlaw? Wieso passiert das mir? Wieso kriegt er das gleiche wie ich vor 5 Monaten? Karl. Glenn Clancy! Dan fucking Clancy! Dass dir Amazon die Möglichkeit nimmt, Geld für Amazon zu verdienen. Das passiert nicht. Egal, was du machst, wenn du auf Twitch bist, hast du die Möglichkeit, Geld für Amazon zu verdienen. Das weiß jeder, vor allem jeder Antikapitalist. Dieses kapitalistische Drecksunternehmen wird es niemals riskieren, dass du kein Geld für sie verdienen kannst. Ups. Und trotzdem ist es passiert. Scheiße. Was tun? Also, habe ich mich gefragt, Moment mal. Wie kann dir denn die gesamte Monetarisierung genommen werden? Und die einzige Möglichkeit, wie dir die gesamte Monetarisierung genommen werden kann, ist, wenn du dich mit der Behörde anlegen willst, die noch gefährlicher ist als Amazon, die Steuerbehörde. Das bedeutet also... Ja, das Problem ist, ich habe das DRC7 ausgefüllt. Ich habe auch schon den Screenshot gezeigt, wo hier ganz klar steht, your payout method and account information look good. Das habe ich gerade vorher gemacht. Das ist noch das Übrigbleibsel, was ich bekommen konnte von meinem Konto, das gesperrt wurde. Was machen wir jetzt, Karl? Shit, Bro. Ich weiß ja nicht. Ja. Hier steht auch, dass ich mich nicht für eine Affiliate bewerben kann. Tja, scheiße, Bruder. Irgendwie bist du nicht so klug, wie du glaubst. Der Monetarisierungsstatus von Polytopia nicht permanent weg ist. Natürlich nicht. Ja, und vor allem so, es gibt ständig rechtswidrige Sperren, auch bei extrem lukrativen Streamern. Was redet Karlchen denn da? Ja, schon, oder? Es ist ja nicht so, als wäre KuchenTV nicht einfach widerrechtlich gesperrt worden. Und was ist passiert? Gar nichts. Musste vor Gericht gehen. Und dann haben sie Twitch gefragt, wieso hast du das gemacht? Wollen ja weiterhin, dass du Geld für Amazon verdienst. Alles, was getan werden muss, ist, du musst dein verdammtes Steuerinterview ausführen. Das ist müßig, ich weiß, Steuern hier, da, dann brauchst du auch eine Unternehmensnummer, dann brauchst du das und jenes und Nachweise und hier und da und Steuernummer und Disnummer und hier was und da was und so. Das ist alles sehr kompliziert. Aber wenn du das gemacht hast, dann kannst du dich jederzeit wieder bei Amazon für das Affiliate-Programm bewerben und du kannst dann auch deinen Partnerstatus zurückbekommen. Echt, Karl? Stimmt das? Wieso ist es dann, wenn ich einfach hier draufklicke auf meinem Konto und ich gehe auf Affiliate und dann drücke ich drauf, ups, nichts geht? Karl, das cancelt Menschen. Was machen wir, Freund?
Scheiße, Karl. Du kennst dich ja so gut aus. Wie funktioniert denn das, Karl? Klär mich auf, Bruder. Das bedeutet also, dass diese politische Operation, das wäre ein Scheiß, die gegen Politopia von mir inszeniert worden ist und womit jetzt die letzten 3 Tage ordentlich Geld verdient worden ist, erstunken und erlogen gewesen ist. Erstunken und erlogen. Erstunken und erlogen, also habe ich gelogen. Schau, jetzt unterstellt er mir hier, dass ich euch angelogen habe, dass mein Ding demonetarisiert wurde, einfach nur um Kohle zu machen oder was? Oder meint er, dass gelogen wurde, dass sie das gemacht haben? Ich habe nie gesagt, dass du das gemacht hast. Ich habe nur gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es aus eurer Richtung kommt. Das habe ich gesagt, ja. Ich kann es mir vorstellen, ja. Ja, und ich sag's dir noch einmal, könnte daran liegen, dass du mir seit 2 Jahren drohst, wie du deine Kontakte bei Twitch spielen lassen wirst, damit ich meinen Kanal verliere. Könnte damit zusammenhängen, Karl, dass ich es deswegen glaube, dass du was damit zu tun hast, ja? Es gibt eine einzige Möglichkeit, wie dir die Monetarisierung genommen werden kann. Nein. Wie Affiliate- und Partnerstatus weg sind. Und das ist, wenn du dein Steuerinterview nicht ausfüllst. Wenn du das in den 6 Monaten, die dir gegeben werden, nicht machst, wird dir nach diesen... Weil ich finde das auch so lustig, dass es einfach so wie irgendwelche Klugscheißer daherkommen, so, ja, du musst das ausfüllen, hey, schick das doch nochmal ab, hey, du hast es bestimmt nicht richtig ausgefüllt, hey, das ist ja, wenn 6 Monate vorbei sind, hey, halt jetzt einfach die Fresse. Wieso glaubt ihr einfach irgendwas zu wissen? Wie einfach so wie irgendwelche Tratsch standen auf irgend so einem Markt, ja, auf so einem Bazar. So, könnte das vielleicht sein, weil er nicht 3-mal täglich gebetet hat, dass plötzlich Gott einen Zorn auf ihn geworfen hat. Ja, das wird bestimmt sein. Ulrike, das wird sein. Verpiss dich einfach. Monaten automatisch, ne, also automatisch von dem automatischen support3@twitch.tv wird dir die Monetarisierung genommen. Die können das nicht anders machen, weil ansonsten würden sie gegen US-Recht verstoßen. Das geht nicht, da können die sich nicht mit anlegen. Ne? Und deswegen kündigen die den Partner. Ja, Karl, sie haben auch gegen das EU-Recht verstoßen. Eurocreme. Diese Verschwörungserzählung wird gerade von den typischen Lilies auf X verbreitet, so eine Schande. Ja, natürlich, selbstverständlich wird es das. Ist ja klar. Hier, schau mal. Shrioka hat gepostet. Update. Der betroffene Influencer schaut sich den Thread gerade im Stream an. Ich soll meine Fresse halten. Ich habe übrigens nicht gesagt, dass der Streamer Doxing angedroht hatte, sondern dass es aus der Community kam. Sinnerfassend lesen bitte. Ja, schön, dass du das jetzt gerade stellst, weil vorher hätten es die Idioten, die ein Problem mit mir haben, auch anders interpretieren können. Verstehst du? Vielleicht solltest du ein bisschen Verantwortung über deine Reichweite übernehmen und dann, wenn du so etwas schreibst, einfach ganz klar staten, dass es nicht ich war. Okay? Oder das unterstützt habe, weil als ich das gelesen habe, könnte man es so interpretieren, wenn man irgendwie bad faith reingeht, ja? Und der Punkt ist einfach, es hat nichts damit zu tun, ob ich Doxing, Dings, sondern das Ganze, dass du das eröffnet hast mit dem Steuerformular, hör auf über Shit zu reden, von dem du keine Ahnung hast, von dem du nichts weißt. Vielleicht hörst du dir zuerst mal die Gegenseite an, Shurioka, das, was du seit 11 Monaten predigst. Hör dir mal die Gegenseite an, hör dir mal den Betroffenen an. Hast du das getan, Shurioka? Ich küsse deine Doppelmoral. Und nein, das ist keine Übergriffigkeit. Und auch keine Avance oder irgendwas. Es ist ein Witz, Shurioka. Anderer Punkt, der wichtig ist, zu erwähnen bei dieser ganzen Geschichte. Hätte ich mein fucking DAC nicht ausgefüllt und nicht den neuen Regeln zugestimmt auf Twitch, hätte ich gar keinen Partner Plus bekommen können. Wie habe ich einen fucking Partner Plus bekommen, ihr Genies, wenn ich all das nicht ausgefüllt habe und nichts hatte? Und alles scheiße bei mir ausgefüllt ist. Wie komme ich dann zum Partner Plus? Ach Gott, einfach dieser Scheißschwurbel, ey. Und das sind diese Leute, die sich einsetzen, so, keine Fake News verbreiten. Bitte, holt euch Informationen von der Quelle. Redet mit Betroffenen. Glaubt nicht einfach irgendwas, was euch im Netz erzählt wird von irgendwelchen Extremen. Bitte passt auf euch auf, schaltet euer Hirn ein und immer schön Fakten checken, bevor ihr Lügen verbreitet. Ja, genau. Funktioniert ja super auf eurer Seite. Großartig einfach. Vielleicht ist jemand in deinen Ordner rein und hat deine Formulare rausgelöscht. Ey, nicht hier die nächste Verschwörungstheorie aufmachen. Bitte. Sonst heißt es weder, wir sind schuld an Doxing. Okay, aus irgendeinem Grund. Partnervertrag, die kündigen die Affiliate und du kannst nicht wieder dich neu bewerben. Du kannst dich erst dann neu bewerben, wenn du das Steuerinterview vernünftig ausgefüllt hast. Ne? Wo soll ich das ausfüllen, Karl?
Wo soll ich das ausfüllen? Vielleicht hier, wo steht Pet to Affiliate, kann ich sie ausfüllen? Ups, Karl. Ups. Ah, vielleicht kommst du mal vorbei zu mir nach Hause und wir schauen uns das gemeinsam an, weil du scheinst dich auszukennen und Connect zu Twitch zu haben. Vielleicht kannst du mir ja das Formular irgendwie ausdrucken und mitbringen. Vielleicht kriege ich es dann so in die Hände. Vielleicht schaffe ich das auf die Art, Karl. Ja, vielleicht druckst du es mir aus. Hast du einen Drucker, Karl? Man kann... Und tut mir leid, Shirioka, da du scheinbar zuschaust. Entschuldige dich bitte für diese ganze Sache über, ich habe meine Steuererklärung nicht ausgefüllt und ähnliches. Du kannst das nicht wissen. Und nur weil Karl es gesagt hat, heißt es nicht, dass du irgendwas weißt oder ja. Ja, übernimm ein bisschen Verantwortung für deine Reichweite und erzähl keine Scheiße über mich. Ich bitte dich, okay? Und vor allem schreib, wenn du schon über mich schreibst, über den besagten Influencer, dann kannst du auch schreiben, dass ich dich jetzt die ganze Zeit verteidigt habe und gesagt habe, dass man dich in Ruhe lassen soll und nicht mobben soll. Das wäre wirklich nett von dir, wenn du bei der Wahrheit bleibst und einfach das Ganze erzählst. Das wäre wirklich eine geile Sache. Ja, ich würde mich extrem freuen. Ich würde das super cool finden. Man kann da eine gezielte Aktion der Wokisten drin sehen und man kann das sogar sehr gut zu Geld machen. Oder man kann einfach sein Steuerinterview ausfüllen. Na, das kann man auch machen. Und wenn man das macht, dann kann man auch weiter Geld verdienen auf Twitch. Die Beweise überschlagen sich. Also ich habe mit der Entmonetarisierung nichts zu tun. Auch kein anderer linker oder rechter oder sonstiger Typ hat irgendwas mit dieser Entmonetarisierung zu tun. Das ist eigenverschuldet. Ich weiß nicht, ob es wissentlich oder unwissentlich passiert ist. Das ist auch, spielt auch gar keine Rolle. Aber. Ach was, es spielt jetzt keine Rolle, ob es wissentlich oder unwissentlich. Naja, wenn es unwissentlich ist, dann kann ich ja nicht Leute verarschen. Das Steuerinterview wurde nicht ausgefüllt. Und wenn du dein Steuerinterview nicht ausfüllst, dann wird das System dir irgendwann automatisch die Möglichkeit nehmen, deinen Kanal monetarisieren zu können. Das ist eine angekündigte Konsequenz. Das steht ganz in jeder E-Mail drin. Hast mein Leben die müssen das auch machen. Meine rote Sonne O7. Vorsorgliche Anmerkung, selbst wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass es um so ein Formular ging, sowas kann ja passieren, ich meine nur wenn, konnte das erstens niemand wissen von diesen Leuten und zweitens ist deren Verhalten unverändert genauso daneben. Absolut. Danke, dass du das sagst, das ist wichtig. Ja. Also hier haben wir, was ist das? Hier soll ich klicken, ja? Das ist der Link, den ich klicken soll und dann komme ich zum Formular, oder was? Ist es das, was gemeint ist? Hier klicken. Okay, schauen wir, was passiert. Ups, something went wrong. Karl, was soll ich machen? Karl, das cancelt Leute. Karl, yo, Bruder, ich muss das einfach nur ausfüllen und dann komme ich wieder zurück. Karl, was tue ich denn? Karl. Wenn du dein Steuerinterview nicht ausfüllst, dann wirst du vom Affiliate- und Partnerprogramm abgemeldet. Aber danke für den Versuch. Du kriegst keinen. Danke für den Versuch, aber es ist halt, geht halt nicht. Keine Einnahmen mehr. Keine Abos, keine Bits. Das ist ja, ich sag's noch einmal, ich wiederhole es noch einmal. Selbst wenn fucking Twitch mir das genommen hätte, dann kann es doch nicht so schwer für Twitch sein, dass wenn ich ihnen schreibe, yo, wieso wurde ich demonetarisiert, dass sie einfach sagen, oh, du hast dein DAC 7 nicht ausgefüllt. Hier kannst du das nachtragen. Wir haben dir einen Link geschickt. Mach das einfach und alles ist in Ordnung. Und dann sage ich, ah, vielen Dank für eure Hilfe. Stattdessen sagen sie einfach zu mir, ja, scheinbar hast du irgendeinen Scheiß gebaut. Wir können nicht mehr weiter darüber reden, stell keine Fragen mehr. Was nun? Soll ich dir Kaldent anrufen? Vielleicht soll ich dich anrufen, oder? Ich meine, Karl, wenn du solche Kontakte hast, hilf mir doch, dass ich zu meinem DAC 7 komme. Hype-Chat, keine Werbeeinnahmen. Weil du bist dir ja sicher, dass es daran liegt. Dann kannst du ja sicher irgendwas unternehmen, dass ich zu meinem DAC 7 komme, dann können wir das gerne machen. Also ja, dann schauen wir uns das an. Namen, das ist alles nicht mehr möglich. Das wird dir genommen, wenn... Proletopia, und komisch, dass es nur einer Person passiert ist und man noch nie von anderen gehört hat, denen das passiert ist. Ich sag dir, es ist Outlaw passiert, aber vor 5 Monaten. Also nichts da mit Ablaufdatum 6 Monate und erst, weil ich meine, das DAC wirkt erst ab 2024. Und ich hätte ja gar kein Geld eigentlich beziehen können im Jänner und Februar, habe in beiden Monaten Geld bezogen. Outlaw ist das passiert im Oktober letzten Jahres. Durch was? Wenn du dein Steuerinterview nicht ausfüllst, es muss einfach das Steuerinterview... Habe ich einen Adblocker an? Echt jetzt? Jetzt ist einfach Redblocker. Ey, könnt ihr aufhören, einfach irgendwelche Spekulationen zu machen? Vielleicht habe ich das Licht am Klo angelassen. Wenn du das Steuerinterview vernünftig ausfüllst,
kannst du dich danach auch wieder in das Antivirus ist schuld, ich schwör. Affiliate-Programm anmelden. Ich persönlich würde mir jetzt ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich die letzten Tage mehrere hundert Euro in eine Person reinpumpe, die eine politische Verschwörung hinter der Entmonetarisierung sieht. Die versucht. Die Leute haben nicht Geld reingepumpt, weil das eine Verschwörung ist, sondern weil ich keine Einnahmen habe, Karl. Und sie supporten möchten, dass ich weitermache, was ich mache, nämlich euren Bullshit aufdecken und aufplatteln. Und sie denken sich, ey, es ist wichtig, dass es Erwin gibt, weil der setzt sich jeden Namen da draußen hin und zeigt, was für Scheiße ihr labert. Das ist, warum sie supporten, Karl. Und nicht deswegen, weil hier Twitch eine Verschwörung gegen mich führt. Du hast es nicht ganz verstanden. Hast du die Seite neu geladen? Vielleicht starte ich den Computer neu, während ich streame, ja? Aufmerksamkeit zu erlangen und die alle möglichen Feindbilder kreiert, die mit dem Finger auf alle möglichen Leute zeigt. Ich würde mir auch verarschen. Ich habe Adblock an und kann es öffnen. Proletopia nicht sehr komisch, geht ja auch mit Adblock an. Es ist wichtig, das zu betonen, weil sonst macht Karl morgen ein Video, wo er sagt, ich habe herausgefunden, was es ist. Erwin hat Adblocker. Ja, so wichtig, das zu sagen. Ne? Sonst kommt wieder jemand auf Twitter und sagt so, Erwin hat Adblocker angelassen. Vorkommen, wenn ich Morddrohungen schreibe an diese Leute, die angeblich verantwortlich sind für die Entmonetarisierung, wenn der einzige Grund, warum mein Kanal entmonetarisiert worden ist, die eigene Faulheit, Dummheit oder Bequemlichkeit gewesen ist. Der einzige Mensch, der an dieser Entmonetarisierung... Schau, wie sicher er ist, dass er recht hat und kann schon mir Attribute zuschreiben. Es ist einfach, du Reichweitenverantwortung. Ja, super, weiter so. Schuld ist Proletopia selbst. Er hat das Steuerinterview nicht ausgefüllt, deswegen wurde der Kanal entmonetarisiert. Wenn du das noch machst, kannst du ihn wieder monetarisieren. Mhm. Aber vielleicht reite ich auch weiter die Welle der politisch motivierten Verschwörungstheorie. Ihr seid politisch alle gegen uns motiviert. Vielleicht reite ich auch weiter die Welle der politisch motivierten Verschwörungstheorie und mache mir ordentlich die Taschen voll. Es ist deine Verschwörungstheorie, dass ich das nicht ausgefüllt habe. Okay? Denn du hast keine Ahnung, ob ich es ausgefüllt habe oder nicht. Du weißt es nicht, weil du nicht dabei warst. Du hast keinen Zugang zu meinem Konto. Du weißt es nicht. Und falls du es doch weißt, dann bring bitte die Beweise. Du hast hier einfach eine Hilfeseite angeführt. Es ist kein Beweis, Karl. Das ist eine... So, du berufst dich auf etwas, was du reininterpretierst. Ah ja, und natürlich gibt es eine Verschwörung von eurer Seite gegen uns. Schaut dir das an, was gerade passiert. Aber die einzige Möglichkeit, prüft das nach, die einzige Möglichkeit, wie dir auf Twitch die gesamte Monetarisierung genommen werden kann, ist... Ja, das ist mit welchem Selbstbewusstsein er da sitzt und so einen Bullshit von sich gibt. So, als wüsste er alles einfach. Unfassbar, ey. To the fucking fassbar. Wie gesagt, melde dich an Outlaw und er kann dir gerne erklären, dass er das gleiche wie ich erlebt hat vor 5 Monaten und dann einen Monat später eine Erklärung bekommen hat, dass es wegen gefährlicher Fake News war. Wahrscheinlich, weil er Massen gemeldet wurde. Von wem wohl, Karl? Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt habt ziemlich eure Community gegen ihn gewettert. Keine Ahnung, ob das irgendwie miteinander, ich darf das ja gar nicht, das wäre eine Verschwörungstheorie. Im Gegensatz dazu, wenn man erzählt einfach, dass jemand seine Steuerformulare nicht ausgefüllt hat, obwohl man nichts darüber wissen kann, ob er das getan hat oder nicht. Das ist natürlich viel vertrauenswürdiger. Ich finde es so lustig, wie diese ganze fucking Bubble, die Bubble war, die ganze Zeit sofort herumläuft und sagt, ihr haltet euch nicht an die Fakten und an die Wissenschaft, ihr seid einfach so wissenschaftsfeindlich, ihr seid voll alle Schwurbler, ihr habt ja alle überhaupt keine Ahnung und in Wirklichkeit haltet ihr euch nicht an die ganzen Sachen, die bestätigt sind, sondern ihr labert nur Verschwörungstheorien, nur um sich dann zu 4000 hinzusetzen und so eine Scheiße vor sich zu lassen. Ihr seid so fucking amazing. Ihr seid einfach so fucking amazing. Pseudos being Pseudos. Wenn du das Steuerinterview nicht ausfüllst. So fucking ja? crazy. Und dann wird dir automatisiert von dem System selbst, von Twitch, automatisch die Monetarisierungsmöglichkeit genommen. Und überprüfen kann man das ja ganz einfach. Ne? Während der Zeit, wo das Steuerinterview nicht ausgefüllt ist, hat man keinen Zugriff auf die jeweiligen Bereiche des Kanals. Bitte, du sagst einmal mit Erwin reden, 2 bis 3 Fragen stellen, 5 Minuten warten und man hätte sich den Stream von ihm vorhin komplett sparen können, aber Content auf Lügen aufzubauen ist natürlich geiler. Naja, Karl,
Schau mal, ich habe Karl die letzte Zeit ziemlich eingeheizt. Ich habe Karl seit Monaten, die banke ich ihn einfach auf derbster Ebene, okay? Und zeige die ganze Zeit, wie das, was er erzählt, eigentlich in Wirklichkeit das ist, was ich vor einem Jahr erzählt habe. Und dann hat er jetzt angefangen und die Chance genützt, dass er jetzt mal etwas antworten kann, indem er mich als Trottel darstellt, ja? Karl. Wusstest du denn nicht, dass ich einen Stream mache und einfach doppelt so viele Zuschauer wie sonst habe, um nur einfach um dich zu debunken, Bro? Danke für den guten Content, dass ich einfach zeigen kann, wer du bist, Karl. Wir spielen gut zusammen, Alter, wie Tupac und Biggie. Weiter so, Bruder. Du hast aber Zugriff auf den Bereich, wo du dein Steuerinterview ausfüllen kannst. Und wenn dein Steuerinterview nicht ausgefüllt ist, dann steht das auch da. Also das kann man ja zeigen, ne? Das wäre ja kein Problem. Steuerinterview, Steuermann, Zufall, ich denke nicht. Ich liebe es, wie geil es ist, einfach in jeder Community, dieser Personenkult. Es ist so richtig links. Der mich am Sack. Hast du gerade nicht gezeigt, dass das eben nicht geht? Ja, doch, aber wen interessiert die Wahrheit? Bam, bam, bam. Wenn du bam, bam, bam hast. Was ist? Sagst du noch was oder was? Bei allem politischen Kampf, den wir haben, bei all dem Geldverdienen mit Kulturkampf, mit gegenseitig beleidigen, mit gegenseitig reagieren. Ich habe dich nicht beleidigt, nur du bist der Einzige, der beleidigt. Mit gegenseitig auf sich einprügeln. Allein in dieser Reaction oder in diesem Vortrag hast du ja schon die Community hier besoffen genannt. Du nennst andere Streamer Hurensohn. Du nennst andere Streamer alles Mögliche, Alter. Schimmel, was weiß ich. Ja. Und jetzt stehst du einfach da und redest zum gegenseitigen Beleidigen. Es gibt kein gegenseitiges Beleidigen. Du nicht so. Die letzten 3 Tage hat das ein Level erreicht, wo ich mich schämen würde, wenn ich Teil davon wäre. Du bist Teil davon, Karl. Ob du willst oder nicht. Es wurden absolut hundertprozentig unbeteiligte Menschen gedoxt. Es wurden absolut hundertprozentig... Ach so, davon bist du kein Teil, aber ich auch nicht. Also von dem her, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Weißt du, Karl, du hast dich da draußen mit 4.000 Leuten angelegt. 5.000, 10.000, ich weiß nicht, so die halbe Welt hasst dich. Es hassen dich buchstäblich so viele Menschen, dass du auf fast einen anderen Kontinent gegangen bist, Karl. Okay? So viele Menschen, zumindest deiner Erzählung nach, ich weiß nicht, manche sagen, du bist wegen Steuern rübergegangen. Ich kann es nicht wissen, du kennst dich mit Steuern aus, ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, diese ganzen Leute, die dich hassen, das wollte ich sagen. Und die euch hassen, weil ihr einfach Lucy gemobbt habt. Hugo beschimpft habt, Sephiron beschimpft habt, Sinan beschimpft habt, Imp beschimpft und beleidigt habt, mich beschimpft und beleidigt habt. Aber natürlich, alles, was ihr abbekommt, kommt natürlich nur von mir, oder? Das ist ja der Agitator, die Elfbar, ne, wie sie ihn beleidigend nennen. Das, all euer Hass, die ihr über andere Menschen ausgeschüttet habt. Da bin ich jetzt schuld daran, dass ihr jetzt von dieser Seite einfach kommt, dass sie einfach sagen, dass sie euch irgendwie nicht leiden können und euch vielleicht auch was Schlimmes antun wollen? Ich sage und rufe dazu auf, niemandem irgendwas Schlimmes anzutun. Ja, nicht einmal seinen Feinden. Jeder, der hier auch nur kurze Zeit war, weiß, dass ich ein Mensch bin, der sagt, ich bin dafür, dass man seinen Feind liebt und nicht bekämpft. Du bist ein Dude, der letztens, wie Kircho gezeigt hat, gesagt hat, dass du kein Problem damit hast, Nazi-Methoden anzuwenden, wenn es gegen Nazis geht. Hey, ich sage, man soll Menschen helfen und sie heilen. Man soll Menschen rausholen, wenn sie Nazis sind zum Beispiel. Ja? Und nicht sie zerstören, weil Menschen anzugreifen und fertig zu machen und Nazi-Methoden zu verwenden, ist nicht links, Bro. Ja? Das bin ich. Und ich bin gegen jedes Doxing. Ich habe mich immer gegen Doxing ausgesprochen. Ich habe mich immer gegen Gewalt ausgesprochen. Aus eurer Community. Ei. Ist das einfach nicht der Fall, Karl? Und vielleicht hast du dir irgendwo Feinde gemacht, die jetzt einfach zurückzahlen wollen. Vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die euch nicht leiden können. Aber ich kann dir eine Sache versichern. Es hängt nicht mit mir zusammen. Okay? 100% nicht. Ich bin gegen sowas. Ja? Und ich kann dir versichern, dass der engere Kreis meiner Community sicher nichts damit zu tun hat. Es kann sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die auch mich schauen, die vielleicht daran beteiligt sind, das weiß ich nicht. Aber du kannst mir gerne schicken, wer das ist und um was es geht, dann kann ich die gerne bannen. Okay? Das habe ich schon angeboten, ich biete es noch einmal an. Ich habe damit nichts zu tun. Und ich finde es widerlich, dass man hier andeutet, ich hätte was damit zu tun. Das ist absolut widerlich. Sie haben Drohungen bekommen, dass man sie und deren Familie zu Hause besuchen wird. Komplett unbeteiligte, noch nicht mal streamende Menschen.
Das stand in deinem Chat, Karl. Prole, fick dich, du bist ein dreckiger Rechtspopulist. Das ist auch ein Streamer übrigens, Marcusi. Der ist auch ein Streamer. Der, so ein typischer, so Karl ist mein Gott, hoffentlich kriege ich Reichweite Typ. Ja. Schau mal, wie er mit Menschen umgeht. Schau mal, wie er redet. Wenn ihr mit Menschen so redet, nicht mit mir, ich schaue mir das an und denke mir, das ist einfach erbärmlich, okay? Aber es gibt Menschen, die sehen das, wenn ihr so mit ihnen redet und denken, ich gebe ihm das zurück. Vielleicht habt ihr euch Feinde eingefangen irgendwo und die haben absolut nichts mit mir zu tun, Karl. Ja, aber weißt du, das ist einfach so, du musst dir einfach überlegen, wie ihr drauf seid. Wenn du sagst, ja, Nazis kann man schon aufs Maul hauen und man weiß aber, dass du jeden zweiten Typen Nazi nennst einfach, könnte das Leute geben, die sagen einfach so, oh, der will uns alle fertig machen und dann werden sie sauer. Aber ich muss dir das ja nicht erklären, du bist ja nicht 12. Noch nicht mal in der Öffentlichkeit stehende Menschen wurden bedroht, gedoxt. Und warum? Wer wurde gedoxt? Kannst du mir zeigen, wer gedoxt wurde? Und das damit zu verbinden, dass ich demonetarisiert wurde? Nein, Karl. Wenn du jahrelang Menschen anpisst, beleidigst, herabwertest, ganze Communities mit Scheiße bewirfst und dann kommt was zurück und die sagen, ich lasse mir den Scheiß nicht mehr von dir gefallen, fickt euch alle miteinander, da kannst du nicht kommen und einfach sagen, das ist, weil ich demonetarisiert wurde und gesagt habe, dass da scheinbar irgendeine politische Motivation dahinter ist, Karl. Ja, und das, obwohl du mir seit 2 Jahren drohst, dass du meinen Kanal schließt, Karl. Nein, so spielen wir das nicht, Karl. Das geht so nicht, ja. Sehr erbärmlicher Versuch hier, das, was du Menschen getan hast und wofür sie, kann ich mir gut vorstellen, auch dir nicht nur das Beste wollen auf diesem Planeten, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das irgendwie mir anzudichten, anstatt dem, wie du dich Menschen gegenüber verhalten hast, Bruder, also denk nochmal drüber nach. Ja, also das ist abenteuerlich, oder? Weil euer Steuermann sein Steuerinterview nicht ausfüllen kann. Siehst du, und hier hat das gesagt. Also kurz gesagt, weil ich ein Steuerinterview nicht ausfüllen kann, werden scheinbar Leute gedoxt oder werden irgendwie angeblich laut ihm Leute bedroht oder irgendwas. Und das ist ein Schwachsinn. Ja? Und die Menschen, aber er erreicht das, was er will, weil schaut mal auf seinen Chat. Ekelhafte Scheiße, what the fuck, Sif einfach erbärmlich, Sif sind alle wir, die wir anderer Meinung sind. Ja? Was ist verkehrt mit diesen Menschen? Siehst du, wie man Menschen aufhetzt gegen andere? Das ist doch kompletter Frame, nichts davon ist ansatzweise nachweisbar, natürlich nicht. Hey, stell dir vor, ich gehe einfach, ich mal dir ein Bild, ja? Stell dir vor, ich gehe einfach in eine Bar, spucke einfach jeden Menschen ins Gesicht in dieser Bar, dann gehe ich wieder raus und einer kommt raus und sagt, hey, der Typ hat mir ins Gesicht gespuckt und die anderen, denen er ins Gesicht gespuckt hat, gehen raus und wollen ihn schlagen und er sagt, hey, das ist der, der das gesagt hat. Du hast mir ins Gesicht gespuckt und all die anderen, denen du ins Gesicht gespuckt hast, haben sich gedacht, Alter, wie vielen will der noch ins Gesicht spucken? Und ich habe nicht mal gesagt, dass du mir ins Gesicht gespuckt hast, das ist sogar ein falsches Beispiel, das nicht mal das habe ich gesagt. Ja, ich habe gesagt, dass du mir gedroht hast schon oft, ja, und dass ich mir vorstellen kann, dass das was mit dir zu tun hat. Vielleicht gab es Massenmeldungen. Soll ich euch mal was zeigen? Ach, das ist doch interessant. Hab eine Nachricht bekommen, ja, von Leuten aus seiner Community und so weiter, dass sie erfolgreich waren. Ah, wir haben erfolgreich, Erwin hat verloren, wir haben gewonnen. Dann wurden mir solche Privatnachrichten geschickt, die letzten Tage. Gib auf, Erwin, du hast verloren, wir haben gewonnen, du hast das verdient und wir haben das zurecht gemacht. Solche Nachrichten habe ich gekriegt. Komm ich her zu dir und fange an herumzuscheißen, dass du Leute aufgestachelt hast, dass sie das machen, Karl? Nein, weil ich einen Anstand habe. Aber die Drohungen, die du mir ausgesprochen hast, die werde ich natürlich thematisieren. Das ist was ganz anderes. Sollte man sich schämen. Und schämen? Junge, kannst du dich erinnern, wo du noch darüber gelacht hast, wie die Polizei Frauen tasert? Schokal, hier schreibt jemand, was für Bastarde, wird bei dir geschrieben. Musst du aufpassen, Karl. Das ist gegen TOS, du weißt das. Sollte man sich auch, wenn man sich die Taschen voll macht, mit irgendwelchen verschwörungstheoretischen Erzählungen, indem ich unbeteiligte, unschuldige Leute verantwortlich... Hey, schau, hier steht, ET ist ein Trottel, schau mal. Auch justiziabel und auch gegen die TOS. Hier auch was ein Volltrottel. Schau, siehst du, Karl, du hast hier Leute aufgehetzt, dass ich schuld am Doxing bin. Das ist, was du hier gemacht hast, Karl. Du hast den Leuten in deiner Community, die scheinbar wirklich
Minimal-IQler sind, hast du ihnen eingeredet jetzt, dass ich schuld daran bin, dass irgendwelche Leute gedoxt wurden oder dass irgendwelche Leute Dings. Ich erwarte von dir, dass du morgen live gehst und das klarstellst, Karl. Okay? Checkst du? Weil das kann nicht dein Ziel sein, Karl. Oder ist das dein Ziel, Karl? Wenn das dein Ziel ist, dann kannst du morgen rausgehen und einfach nichts dazu sagen. Ja? Ist in Ordnung. Aber ich würde dich bitten, dass du morgen rausgehst und diese Sache klarstellst, dass ich nichts damit zu tun habe, Karl. Ja? Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Ja? Such dir aus, ob du es morgen machst oder nicht. Ich habe dir gesagt, ich erwarte von dir, dass du es morgen machst. Wenn du heute so eine Scheiße über mich verbreiten kannst, kannst du es morgen korrigieren. Ja? Oder im nächsten Stream, falls du morgen nicht streamst, übermorgen. Ja? Aber as soon as possible. Wäre wirklich wichtig. Und erzähl mir nicht, dass du das hier nicht gesehen hast. Die Leute hier werden es dir übertragen. Es sind viele deiner Zuschauer hier, die werden es dir auf jeden Fall übermitteln. Ja? Ich mache für meine eigene angesoffene Unfähigkeit das verfickte Minimum zu tun, und zumindest die Steuern anzumelden. Ja, ich weiß nicht, du hast auch nicht das Minimum geschafft, dich zu informieren und dir einfach mal kurz zu überlegen, ob du das weißt, was du hier redest, sondern nein, du plapperst einfach drauf los. Da schreibt einer tolle Leute, die Prole in seiner Community hat, ja. ja, Mann. Ja, bei uns in der Community werden Leute, da werden Beschimpfungen gelöscht, da wird man aufgerufen, dass man nicht schimpft, da wird man einfach, Leute werden gebannt, wenn sie schimpfen, ja. Bei euch ist das, gehört das zum guten Ton, ja. Das ist so richtig dreckig. Doxing for real? Doxing for real. Mhm. Doxing for real. Unbeteiligte Leute, die noch nicht mal streamen, wurden gedoxt. Ihnen wurde Doxing angedroht. Was tun sie denn? Wer sind diese Leute? Um wen geht's? Gibt es irgendeinen Beweis heute noch für all die abstrusen Behauptungen, die du da vor dich herumschiebst? Vor dir herumschiebst, gibt es das irgendwas, wird irgendwas passieren, dass du sagst, der wurde gedoxt von dem, weil das und das ist passiert. Gibt es irgendwelche Belege oder ist das einfach nur bla bla? Und dann wird das mit mir aber alles verbunden, der nichts damit zu tun hat. Aber Karl, machen wir das einfach so. Ich werde alle Nachrichten sammeln, wenn irgendwer zu mir kommt und sagt, dass ich Leute gedoxt habe oder irgendwas damit zu tun habe. Und jeder, der sagt, dass ich in irgendeiner Form mein Steuerformular falsch ausgefüllt habe, also kurz gesagt die Fake News, die du verbreitet hast, werde ich dir schicken. Okay, wir werden die alle sammeln und dann werden wir sie alle durchgehen und anschauen, welche Konsequenzen dein Handeln gehabt hat hier, dass du einfach Fake News verbreitest. Okay? Die haben Prügel angedroht bekommen. Die haben Morddrohungen bekommen. Die wurden verantwortlich gemacht, weil sie beteiligt sind. Boah, gut, dass diese Leute nicht Rechte sind, weil dann wäre das sicher in Ordnung gewesen, oder? Wenn es Rechte gewesen wären, dann wäre das doch alles okay gewesen. Aber hey, sie gehören halt zu irgendeiner anderen Community und da ist das einfach nicht in Ordnung, stimmt's? Der Entmonetarisierung des Kanals Proletopia. Da sind Leute, die haben Morddrohungen bekommen. Die wurden verantwortlich gemacht, weil sie beteiligt sind. Bei der Entmonetarisierung des Kanals Proletopia. Ich hab damit nichts zu tun, wiederhole ich nochmal. Da sind Leute, die haben sich auf unbeteiligte, unschuldige Menschen gestürzt, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Natürlich wurde sich auch auf mich und auf Neitan und auf viele. Ja, manche machen das sogar on-stream, oder? Ist ja nicht so, als würde es nicht Leute geben aus einer gewissen Bubble, die on-stream einfach so Gewalt androhen, Leuten die Klippen zeigen wollen. Hey, könnt ihr euch erinnern an das, wo Karl gesagt hat, vielleicht kommst du mal vorbei, dann kann Seth dir die Klippen zeigen. Der Typ regt sich jetzt fake auf, so, ja, da wurden Leute bedroht. Aber Seth Van Doom ist einfach VIP bei ihm. Mehr musst du nicht wissen. Viele andere, die in der Öffentlichkeit stehen, gestürzt. Aber bei aller Liebe, das gehört irgendwie dazu. Ne? Das ist, that's part of the deal. Aber das Unbeteiligte, nicht in Verbindung zu dieser Sache stehende und völlig unschuldige Menschen. Aber Shurioka bezeichnet gerade auf X deine Community als dafür verantwortlich. Wirklich? Wofür verantwortlich? Wer ist meine Community? Verantwortlich für was? Alter, wie schmutzig wollen diese Leute spielen? Es ist einfach okay, ja. Aber hey, je schmutziger ihr spielt, desto würziger wird mein Buch und mein Film. Mua, weiter so. Macht nur weiter. Menschen bedroht worden sind, weil sie das vermeintlich einfachere Ziel sind. Das ist unterste Schublade. Das ist alles in der untersten Schublade, aber das liegt in der untersten Schublade ganz weit unten. Ne? Jetzt ordnet Karl die Schubladen ein, wie es sich richtig gehört. Für einen Hausmeister. Macht daraus, was ihr wollt.
Macht daraus, was ihr wollt. Du hast die Leute einfach emotional aufgeheizt und ihnen erklärt, dass ich einfach, keine Ahnung, Leute zum Doxing fahren leite oder was auch immer. Junge, 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 ich hoffe, du entschuldigst dich morgen im Stream. Falls du das nicht tust, werde ich dich daran erinnern. Macht daraus, was ihr wollt, aber an die Leute, die sich dann gleich irgendwas Neues erzählen lassen oder irgendwas anderes erzählen lassen. Glaubt nicht alles, überprüft es selber. Lasst es zeigen. Es gibt eine einzige Möglichkeit, seine Monetarisierung auf Twitch zu verlieren. Das ist von Twitch bestätigt. Das kommt von Twitch. Und das ist das Steuerinterview. Nein, Karl. Nein. Das ist Bullshit. Nichts anderes. Alles andere kann passieren, aber niemals wird die gesamte Monetarisierung genommen. Niemals. Niemals. Wie ist dann das passiert, Karl? Wie ist dann das passiert, Karl? Ist das einfach Schwurbel, was du verbreitest? Was ist mit Outloistus passiert? Das, meine Damen und Herren, ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, das ist einfach... Aber der hat das irgendwie vorgetragen wie so billiges Richtertheater. So, du bist einfach vor Gericht, so einfach billiges Theater, wo du einfach dastehst und dann einfach so Dings, ja? Diese ganze Scheiße vorträgst. Bro... Ihr wurdet schon wieder mal bei Lügen erwischt. Ihr wurdet schon wieder beim Schwurbeln erwischt. Ihr wurdet schon wieder bei Fake News verbreiten erwischt. Ihr wurdet schon wieder beim Hetzen erwischt. Ihr wurdet schon wieder beim mich runterreden erwischt. Ai. Danke, Karl. Danke, dass ich immer wieder mit dem, was du machst, aufzeigen kann, wer ihr in Wirklichkeit seid. Und das ist der Grund, warum Leute diesen Kanal unbedingt erhalten wollen. Weil man das sonst nirgendwo in dieser Intensität bekommt, Kumpel. Ja? Jemand musste Proletopia verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Abends demonetarisiert. So ist es.